Hallo, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu drei weiteren Parts mit Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wie ihr seht, ich nehme euch direkt im Ladebildschirm mit, da wir sofort in einer Mission anfangen, in der wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und zwar müssen wir Katharina hier jetzt aus diesem Turm befreien, ohne entdeckt Warte zu hier. werden. Als hätte ich Und ich eine Wahl. hoffe, dass wir das diesmal etwas besser hinbekommen als das letzte Mal. Ich stell mich mal schon mal hier neben die Tür. Und jetzt können wir den doch hoffentlich mal erledigen, ohne dass es jemandem auffällt. So, dreht sich der Kollege da unten um. Er dreht sich um. So, wenn er jetzt hier hochkommt und seinen Kumpel untersucht, werde ich auch ihn angreifen. Mörder. Tot. Okay, wir sind gesucht, aber wir wurden noch nicht entdeckt. Das heißt, wir könnten die volle Synchronisation immer noch bekommen. Ja, übrigens, ich habe jetzt gemerkt, in den letzten sechs Parts war meine Stimme etwas zu leise. Das habe ich jetzt korrigiert. Lag einfach daran, dass, wie gesagt, durch Neuinstallation von Warum rettest du mich? Neuinstallation von Ohne Windows. Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Wie es aussieht, schleichen die wieder Wachen in der Gegend herum. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? E la politica. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. So, können wir dich irgendwie... Nee, wir können dich leider nicht abknallen. Wir haben keine... Aber irgendwie müssen wir den Kollegen ausschalten, ohne dass er uns sieht. Bewegen wir uns mal ganz langsam. Zack, das hat noch geklappt. Sehr schön und schnell weg. Weil da unten Leute rumlaufen. So, dann nehmen wir dich mal wieder auf. Wie gesagt, ich habe jetzt erst gestern die Software von meinem Headset wieder neu installiert. Wow. Schnell, beeil dich. Haben Sie... Herr Cesare... Nochmal schnell zurück zum Anfang. Ich habe keine Lust, dass wir hier gesehen werden. Ich möchte es auf jeden Fall auf den ersten Versuch schaffen mit den 100%. So, gehst du wieder zurück? Wie weit können wir die denn alleine lassen eigentlich, ohne dass es auffällt? Wieder einer weniger. So, jetzt holen wir sie aber wieder. Na komm. So, wir müssen noch Nein, unten. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. seht ihr auch, was ich sehe? Verschont. So, hier unten haben wir den nächsten Kollegen. Wir warten, bis er wieder weg ist. Und dann greifen wir auch ihn von hinten an. Mal gucken, wo geht er denn entlang? Geht er nach rechts? Er geht nach rechts, oder? Ja, er geht rechts durch das Tor. Ist links denn auch jemand? Wir legen jetzt mal Katharina Komm, hier. Ezio, hier lang. Alter, was schreist du denn hier rum? Ist hier jemand? Nein, da ist niemand. So, wo ist der Kollege? Der steht da. Oh, jetzt kommt er. Dann warten wir, bis er uns hier in der Ecke entgegenkommt und dann schnappen wir ihn uns. Ich glaube, das sollte die beste Möglichkeit sein. Was sei denn, er holt hier ewig aus. Zack. Sehr schön. Wieder einer weniger. Oh, wir haben eine Kugel bekommen, das freut mich. So, jetzt können wir dich wieder weitertragen. Ich glaube, wir müssen hier rein. Steht hier auch jemand? Da steht auch jemand, das war knapp. Na komm, Ezio, das machen wir jetzt mit links. Verdammt! Kann man auch ruhig mal ein auffälliges Attentat machen. So. Schmeißen wir ihn hier einfach mal aus dem Weg. So, ich glaube, du darfst jetzt springen.
Wag es nicht. Ja, schrei noch rum. Liegen wir jetzt gerade mit der Guten zusammen im Heuhaufen? Filio di Putana, tu so etwas nie wieder. Oh, ich glaube, hier kommt die nächste Wache gleich um die Ecke. Aber der kommt hier nicht rein, okay. Aber dich können wir jetzt doch bestimmt noch von... Oh, oh. Oh, oh. Wow. Ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Ja, okay, jetzt kannst... Wenn du jetzt allerdings hierher kommst, ne? Dann weißt du, was du dich... Weißt du, was dich erwartet, oder? Hey, wo ist der jetzt hin? Hier bin ich. Tja, blöd gelaufen. Nein, ich will nicht seine Waffe haben. Ich möchte ihn hier aus dem Gang wegschaffen, damit ihn von draußen keiner sieht. So, jetzt können wir nämlich uns Katharina wieder schnappen. So, und hier wartest du bitte nochmal ganz kurz. Weil ich glaube, einen haben wir hier noch, bevor wir nach draußen können. Ganz richtig, dich können wir eigentlich mit dem Wurfmesser erledigen, oder? Komm. Sehr schön. Musst du auch mal wieder sein. Es wird von dort drüben geöffnet. Mit den Kurbeln die Tore öffnen, okay. Dann lasse ich dich mal gerade hier drin liegen und dann machen wir uns mal an die Tore. Ich nehme mir zuerst das rechte Tor vor und da oben rennt ein Kollege rum. Hier unten ist keiner, dann können wir den doch sicherlich... Wow, okay, ist gut. Ist alles gut. Ich darf sie wohl doch nicht so weit liegen lassen. Dann nehme ich dich einfach mit, Katharina. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Oh, der geht weg. Dann können wir jetzt ganz schnell das Tor öffnen. Komm, Ezio. Komm, das schaffst du. Nein, interagieren. So. Beeil dich. Wir möchten fertig sein, ohne dass der Typ uns sieht. So, jetzt geh weg. So, das war knapp, aber es hat gerade noch so gereicht. Wenn wir jetzt hier schon... Ist er jetzt schon offen? Hier ist schon offen. Aber ich glaube, wir müssen sich auch wieder mit nach links nehmen. So, das ist da oben das nächste. Ich würde sagen, wir nehmen die Treppe, damit wir sie nicht so alleine lassen müssen. Der Typ da oben gefällt mir nicht. Hier legen wir dich mal hin. Und den da oben können wir doch sicherlich mit einem Wurfmesser anvisieren, oder? Obwohl, irgendwie scheint das hier nicht nötig zu sein. Okay. Gut, die Tore sind offen. Das heißt, freie Bahn für uns. Dann auf geht's. Machen wir mal, dass wir hier verschwinden. Was? Wir wurden entdeckt? Wann wurden wir denn entdeckt? Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. Okay. Eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen schaffen. Aber bestimmt nicht auf dem Pferd. Na dann reite mal. Ho, ho, ho. Wo kommt er? Ich sehe zu, dass ich abhält. Komm, reite. Ja, wir brauchen mindestens 5 Wachen in der Nähe, um diese Attentatsserie zu schaffen. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Das machen wir. Komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Also 5 müssten wir doch eigentlich hinbekommen. Ein Dalmatier vielleicht? So, 1. Ich will nicht sterben. 2. 3. 4. 5. 5. Ach man, schade, das hat nicht mehr gezählt. Okay. Ja, eine 5er-Serie ist ja wohl etwas schwieriger. Ach man, wenn der mich nicht gegriffen hätte, hätte es funktioniert. Avanti!
Ihr sollt mich schlagen, nicht greifen, weil dann kann ich auch eine Attentatsserie auf euch beginnen. So, drei. Zack, und ein noch. So, das müsste gewesen sein, oder? Wir haben doch unsere 5er-Serie. Bereit? Ora! Na los, greift mich an. Traut euch. Ja, du vielleicht nicht gerade. So, zack. Und zack. Und zack. Zack. Und zack. Ey, das läuft doch echt gut. Ey! Wir sind im Zielgebiet, oder? Ja, natürlich sind wir im Zielgebiet. Nur noch ein paar Sekunden. Wieso desynchronisiert? Okay, kann mir ein Mensch von euch sagen, was jetzt gerade falsch gelaufen ist? Das ist genau wie damals, als ich diesen Typen eskortieren sollte und der plötzlich nicht mehr bei uns war. Los, los! Naja, von mir aus, komm. Forza Amico! Jetzt! Auf ihn! Achso, wir müssen aus dem Sperrgebiet raus, oder was? Ja, wir müssen tatsächlich aus dem Sperrgebiet. Wir müssen hier im blauen Gebiet bleiben. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht hatte, okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal die 5er Attentatsserie schaffen. Ja, das schaffen wir auch nochmal. Zack, oh, jetzt haben wir schon 5. Wir haben schon mehr als 5. Ja, wir machen einfach munter weiter hier. Aber ich würde sagen, wir wechseln wieder auf das Schwert, oder? Das hat doch etwas mehr Stil. Jetzt! So, einmal abgewehrt. Jetzt, andiamo! Hallo, ich wollte eigentlich nicht sein. Okay. Na, dann kämpfen wir jetzt eben mit dem Hammer von dem Kollegen. Oh, das liebe ich ja. Na komm. Was war das? Wir haben es geschafft. Schnell! Zurück zum Castello! Jetzt! Los! Okay, dann warten wir jetzt hier noch, bis wir die letzten Kollegen eliminiert haben. Na los, komm. Greift mich an. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Okay, irgendwie werden das hier immer mehr, kann das sein? Egal, wir klopfen uns hier einfach noch. Okay, das werden tatsächlich immer mehr, das heißt, wir sollten fliehen. Dann lass uns mal. Schnell weg hier, Ezio. So, ich glaube, darauf ist vielleicht eine gute Idee. Geh bloß aus dem Weg, Bruder. So, und jetzt, toll. Ja, das hat sich überhaupt gelohnt hier. Sehr gut gemacht. Da ist er. Da hinten geht's weiter, hier geht's hier nach links, hier geht's nach links. So, und jetzt nichts wie anonym werden. Fürs Erste zumindest. Ja, und zwar hier drin. Wie kann man sehen, wenn die Nase in den Himmel zeigt? Man könnte so in die Merda treten. Ihr findet mich nicht, ihr braucht es gar nicht erst zu versuchen. Das wäre geschafft. Jetzt müssen wir, da wir allerdings gesucht sind, sollten wir zu... sollten wir zusehen, dass wir ein paar Steckbriefe von uns finden. Ja, erstmal warten wir natürlich, bis die ganzen Wachenherren uns vorbeigezogen sind, sonst werden wir direkt wieder gesucht. Und dann schnappen wir uns hier den Kollegen, der uns angezeigt wird. Läuft der unter der Erde oder was geht da vor sich? Okay, zuerst mal einmal den Steckbrief. Wenn der uns hier schon so präsentiert. Hey! Präsentiert wird. Aber warum nicht einfach gehen? Könnte ich den jetzt vielleicht. Okay, wir können den Steckbrief nicht greifen. Das ist mal wieder herrlich.
Weich aus. So, jetzt müssen wir dringend irgendwo da oben. Können wir den dann vielleicht greifen? Wir müssen unseren Gesuchtstatus loswerden. Na, das ist schon mal ein Anfang hier. Oh, da ist ein Zeuge. Den schnappen wir uns. Dann sind wir nämlich unseren Status direkt los. Ich will nichts damit zu tun haben. Tja, Pech. Bitte lasst mich einfach weglaufen. Na also, das hat doch geklappt. Und da das jetzt gerade so ein schönes Ende ist, mache ich jetzt für diesen Part hier mal Schluss. Bis gleich.